Hallo Leute, willkommen zurück zur GTA 5 Online mit Benito. Buh! Kannst du nicht mal ordentliche Intros machen? Buh! Mach ordentliche Intros! Deine Mama. Jetzt komm nochmal. Sonst besteige ich dich. Bloody Hamster, Bloody Hamster. Das ist kein Intro. Jetzt komm, mach ein vernünftiges Intro. Hallo Leute, willkommen zurück zu GTA Online mit Officer Dan, Benny, Officer Billy und dem Officer Lullmaster. Warte mal, du hast ihn erschossen? Ja. Nette Arbeit. Im Andriften noch. Also, ich wär jetzt dafür, dass wir ein Rennen machen. Ja, weil damit verdienen wir verdammt viel. Am besten ein Flugrennen. Gott, wenn du das noch einmal hochbringst, ich schwör bei Gott, ich mache jetzt noch nicht mal mehr Witze, ich werd dich umlegen. Gott! Da freut er sich so ein Ast rein, dass er mit seinem kleinen Kampfhelikopter ein Rennen gewonnen hat. So, ja, welches Rennen nehmen wir denn? Auf der Rennbahn! Auf der Rennbahn, jö! Das Gute ist, ich habe nicht mal ein eigenes Auto. Und weißt du, was noch mehr das Gute ist? Ich habe einen Vapid Guardian. Und ich glaube, ich werde sie sogar ausnutzen. Geländewagen ist sogar eingestellt und ich kann es nicht umstellen. Steht nice. Billys Fahrzeug drin. Ich schlag das Rad kaputt. Du kannst erst passiv. Officer Tenpenny erschießen. So, feste Kamera, Ego-Perspektive, umschalten. Gott dang it. Bring me a better Billy. Ich töte euch alle. Wir können ja mit Muscle Cars, mit Muskelfahren Cars fahren. Muscle Cars, ja, du bist. Hast du mir zugehört? Ich weiß nicht. Er hat gesagt, Geländewagen und das kann man nicht umstellen. Ja, ist doch schön. Ja, fahren wir mit Muskeln, Kern! Wie würde GZ jetzt sagen? Ich bin Automist. Hat Billy gerade gesagt, wie GZ das sagen würde? Muskeln, Kern? Ja. Schon irgendwie. Ja. Muskle. Mr. Unit, beitreten, wäre nicht schlecht. Keine Einladung. Oh doch, Tatsache. Sorry, dude, sorry. Ich will langsam nicht mehr. Danke. LP so Ende? Ja. Und ich glaube, am Ende dieses LPs hört man auch, wie eine 9mm losgeht. In deinen Kopf. Weißt du, wenn du so einen Satz von dir gibst, Bad LOL Hamster, dann fühle ich mich irgendwie verpflichtet, dich besuchen zu gehen und dich zuerst zu erschießen, bevor ich mich selber umbringe. Bring noch nur ihn um. Den Gefallen, was soll, willst du dann nicht selbst tun? Bifta, Blazer, Buddy, Dune Buggy. Gott, ich werde euch tot fahren. Oh, was es hier gibt. Marshall. Ich nehme den Marshall mit der. Ja, Wasser. Du auch! Ich nehme den Marshall mit der japanischen Flagge. Oh, das ist gut, das ist gut. Ich hab's jetzt einfach auf Default gelassen. Japanese Flag, genau. Aber ich glaube, du hast dich gerade eben mit dem Dämon angelegt. Ach, das macht nichts. Dem Hamster, so wirklich. Ah, die Hupe gefällt mir jetzt schon. Ja. Hey, Lollmaster, oh komm Gott. Mal zu mir. Oh Gott. Oh Gott. Boah, er schickt Flagge auf den Hintern an. Oh ja, komm, gib's mir ab, Johnny. Beschleunigung könnte echt besser sein. Ich hätte vielleicht ein anderes Fahrzeug nehmen. Ich hab ne Fliege gehört, die kurz dumm gemacht hat. Was hast du, Lollmaster? Der kann mich abdrängen, obwohl ich einen Monster-Truck habe. Er hat mich über die Bahn geschubst. Das ist Standard mit ihm, das machst du verdammt gerne. Wie kann ich respawnen? F, okay. Das ist jetzt wirklich die Höchstgeschwindigkeit vom Monster Truck. Ich weiß, dass diese Teile nicht direkt schnell sind, aber trotzdem. Einer ist 65 Meilen. Ich kann bei mir noch nicht mal die Miles per Hour sehen, weil es so untexturiert ist. Ja, bei mir kann ich das schon sehen. Verpiss dich einfach, Lollmaster. Ich fahr etwa 60, ja. Komm, gern schaffen! Ich liebe den Sugar jetzt schon. Flipp ihn, dass ich ihn überholen kann. Genau das wollte ich sagen. Ich liebe diesen Wagen jetzt schon. Ich werde mir die. Der wird dich gleich überrunden. Kaufen. Das mit MG kannst du auch nur bei Pegasus bestellen. Ich weiß, aber trotzdem. Oh. Das andere hast du zumindest in der Garage. Ich kaufe mir beide. Ich hätte lieber Sanchez. Du hast doch so ein verdammtes Glück, Lollmaster. Dem Sanchez hätte ich zumindest aufholen können und wäre jetzt Erster. Mit dem Vapid Guardian hätte ich ihn zu Brei gefahren. Ja.
Das Einzige, was mit dem Monster Truck wirklich machen kann, ist Sachen besteigen. Aber es funktioniert ja auch so gut, wenn seine Karosserie so hoch ist. Ja, das wollte ich gerade sagen. Gott, die ist so beschleunigt. So problemlos einfach umdrehen und über dieses Dings da schubsen. Denkst du, meine Beschleunigung ist annähernd gut? Naja, ich sag's mal so, Motorrad kann hier sogar einen Sportwagen abdrängen, also was wundert dich das überhaupt noch? Ja. Wie viele Runden geht das eigentlich noch? 3 Runden, dieses ultra spannende Rennen. Ja. Weißt du, was ich so lustig finden würde? Wenn Slowmas jetzt irgendwie schaffen würde, stecken zu bleiben. Scheiß nochmal, würde mir das gefallen. Das würde irgendwie vielleicht sogar schaffen. Ja, ich würde das gerne was hinzufügen, aber ich lasse es mal lieber. Ja, zu deiner eigenen Sicherheit. An dir? Scheiß jemand dann. Nein, das war das perfekte Lied! Mississippi Queen. Ich mag ja das Lied, Highwayman. Ich mag Highwayman. My Heart. Ach Gott, wir kommen jetzt erst in die dritte Runde? Ja, leck mich doch. Oh mein Gott. Saubere Runde. Scheiße. Ist ja auch nicht schwierig, muss ich zugeben. Außer natürlich, man hat einen Lolle-Maus da am Arsch kleben. Ja, dann ist es schwierig. Der überrundet mich bald. Keine Sorge, das ist sowieso jetzt das Ziel, was kommt bei ihm. Ich fahre 65 Meilen, was erwartest du von mir? Ich kann doch nicht was sehen, wie schnell ich fahre. Ich fahre, wenn überhaupt, 60. Wirklich? Noch eine Runde? Oh Gott. Ja, du bist auch doof. Er hat gesagt, dass er hat eben erst als Runde gezählt. 3 Runden zählt als eine Runde. Und dann denkst du, das ist jetzt vorbei. Nein, ich dachte, es muss sein. Oh, warte mal, jetzt verstehe ich warum. Ich habe gedacht, jedes Mal, wenn wir um diesen Kreis fahren, ist es eine Runde. Habe ich auch gedacht. Oh Gott, jetzt will ich mich wirklich umbringen. Wäre schön gewesen, wenn es so eine Runde gewesen wäre. Ja, weil dann hätte ich gewonnen. Dann wäre ich weiter. Wirklich gewonnen. Klatsch, klatsch, klatsch. Ich fühle mich nicht mal gut, das ist einfach ein normales Rennen gewesen. Normal in a radio. Radio Gaga. Billy ist Gaga. Deine Mama ist Gaga. Ich will nicht zu Jonas zuschauen. Ich will ihm nicht zuschauen. Extra für dich. Aber ich verstehe, Officer Tenpenny, es war alles geplant. Ja. Nicht schlecht. Alles geplant, schlecht. Auch das Festfahren, dass ich respawnen musste und er mir zuschauen musste, war alles geplant. War das gerade eben ergeben? Ich werde dich trotzdem erschießen, Leumaster. Es war Jazzhände. Sieht wie für mich eigentlich eher aus, dass du dich ergeben wolltest. Ich wollte gerade das Fahrrad rennen machen. Sag mal, Leumaster, ich würde jetzt mal wirklich gerne eins wissen, empfindest du das als lustig, mir auf den Sack zu gehen? Nein. Da fragst du. Merke ich. Außer gestern. Das war nach außen. Gott, geh sterben. Was war gestern? Es war verdammt viel los und ich schwör bei Gott, wenn du es ihm erzählst, dann darfst du in Zukunft gucken, bei welchem YouTuber du mitmachen darfst. Und ich mein sonst. Du gingst mir da wirklich auf den Sack. So. Nachdem wir das jetzt erstmal geklärt hätten, Fahndungslevel ein, Aufholen aus, Windschatten aus, feste Kamera, Ego. Aufholen, Windschatten aus, kein Wunder, dass ich nicht aufholen konnte. Glaub mir, du bist echt dankbar dafür. Wenn der es mal geschafft hat, wegen seiner Scheißfahrerei, sag ich mal, irgendwie stecken zu bleiben, ist das ein Segen. Dann geht er dir nämlich nicht mehr auf den Sack. Und wenn er mir jetzt am Anfang auf den Sack ging und ich nicht mehr aufhole, dann ist doof. Ja, das ist halt eben so ein 50-50-Spiel. Hart. Ach, das sieht gerade auch. Ja, danke. Ich weiß, dass ich einen Willi hab. Oder ist das bei dir jetzt irgendwas Neues? Nein, nein. Glaube ich dir nicht. Ich warte mal $100 auf mich. Moment, ich hätte gerne mal noch die Map gesehen. Wenn hier viele Kurven gibt, dann... Gibt's hier viele Kurven, wisst ihr das? Hier viele Kurven. Ja. Ja. 90 Grad Kurven sollten, glaube ich, sogar auch drin sein. Na Mist, dann habe ich das falsche Auto jetzt gewählt. Eine Saber Turbo.
bei 90 Grad Kurven zu sehen. Nein, ich hätte gern den. Seht ihr, was ich für ein sexy Beast ich habe? Ja, meinst du es auch nicht gerade schlecht von schlechten Eltern? Doch. Blah. Er hat einen Dominator genommen. Ja, Cheater! Cheater! Ich hätte eigentlich den, wer ist da? Blade genommen, aber. Das war ja, das habe ich mir eigentlich auch überlegt. Weil der Blade ist in Kurven extrem gut. Aber es bringt ja auch so viel am Start, wenn man ein Fahrzeug hat, was eine gute Beschleunigung hat, aber kaum Traktion. Ich finde das beim Blade gar nicht mal so schlecht alles. Wollen wir schon von kaum Traktion sprechen? Weiß nicht, damit beschreibst du dich immer sehr gut. Kaum Traktion im Leben. Scheiße. Nichts im Leben. Deine Mama. Deine Vater. Deine Vater. Du musst wissen, erstmal wenn er das hochbringt, komm ich mit dem. Es ist immer so ein ganz einfaches Comeback. Nicht schwierig zu merken und kein Zungenbrecher. Gott, wenn ich noch einmal gegen Laterne fahre. Ja, das sieht man jetzt mal wirklich, dein Fahrstil. Kommt hier wirklich gut durch. Mein Fahrstil ist normalerweise ziemlich gut. Wenn ich Traktion hat, ich bin schon wieder gegen Hammer gefahren. Aber wenn ich verdammt nochmal so... Komm, red dich einfach raus und dann lass es gut sein. Gut. Du kannst auch nur gewinnen, wenn wir mit Monster Trucks rumfahren und du bist so ein ganz kleiner Militär-Jeep, der einfach zwischen uns durchflutscht. Und so eigentlich komischerweise noch ordentlich eine mitgeben kann. Weißt du, wie viel PS das Ding hat? Ja, allgemein solche Militärfahrzeuge haben nicht wenig PS, weil sie verdammt gut gepanzert sind. Stell dir mal vor, so ein Militärfahrzeug mit 200 PS. Obwohl, ich glaube, das würden sogar Franzosen sehr gerne machen. Scheiß nochmal. Und nein, es war keine Beleidigung, aber die haben immer so... Ich sag einfach mal so, die sind manchmal ziemlich vernarrt darin, leichte Panzer nur 200 PS zu geben, was ziemlich scheiße ist. Das. Aber okay, ich bin fertig. Wie weit Leumaster noch weg ist, das gibt's nicht. Ja, die Latons sind schuld, du hast noch gehört. Ja, bei mir aber auch. Und die Frames. Gott, wo fährst denn du noch rum? Hu, Champion! Hu, hu, hu! Guck dir an, wie der fährt. Ja. Wie sehr ich doch gelacht hätte, wenn er einen Dit noch finished bekommen hätte. Ja, scheiß nochmal. In the crew. Ja, zum Beispiel dort auch. Wo ich da immer mit meinen 5 FPS cruise. 1400 Spiel, jetzt übertreib mal. $900. Übertreib's mal nicht gleich. Mit einem höheren Level hätte man auch mehr Geld bekommen, das ist richtig unlogisch. Gott, dieses Outfit von dir. Was? Das sieht doch 50er-mäßig aus. Ja, tut mir leid, dass ich halt eben meinem Fahrzeug mich anpasse. Nehmen wir mal Grenzerfahrung. Ich konnte nicht voten. Wow, dann kriegen wir das, was er genommen hat. Toll. Ja, aber, ihr beide es ist egal, gemacht. Ob ich... Tut mir leid, Tim, ich wollte es ganz kurz sagen. Es ist egal, ob ich als Erster oder als Letzter vote. Immer kommt seine Entscheidung. Das ist so räudig. Und weil ihr gleichzeitig gewotet habt, wurde das auch gleich ausgewählt, ohne dass ich Enter drücken konnte. Nimm mal Coupés. Überhaupt, was kommt gerade eben bei mir für ein Lied? Ist das kacke. Bei mir auch. If you leave me now. Adios, Airlines. Der Name ist gut. Adios, Airlines. So, jetzt habe ich erstmal den richtigen Radiosender. Heilige Scheiße, Badlol Hamster. Du bist ein Fitness-Fan. Was? Nenus. Sei einfach ruhig. Glaube ich weiß schon, was ich dann nehmen werde. Ich auch. Das Beste, was es gibt. Schwierig zu sagen, ob es das Beste ist, aber es ist auch schon auf jeden Fall schon mal gut, wie ich finde. Ja, meins auch, aber ich weiß jetzt nicht, ob der andere nicht noch schneller ist. Ah, ja. Irgendjemand von euch hat auch ein Orakel. Ich hab den Cognoscendi. Warum konntest du nicht den Orakel nehmen? Zu wissen, dass jetzt er auch ein Orakel hat, macht mich krank. Aber die Beschleunigung bei einem Teil ist eigentlich ziemlich... Meine Fresse, Leumaster, such dir echt mal Hobbys.
Was ist passiert? Sieh, hörst du ihn? Hörst du ihn? Wie er die ganze Zeit kichert. Es macht mich schon krank. Ich hab schon Albträume mit diesen Kichern. Hat er dich abgedrängt? Ja! Gott, ich schwöre bei Gott, jedes Mal, wenn ich ihn in Zukunft sehe, verpasse ich ihm einfach eine Schrotladung. Scheiße nochmal, geht mir sein Kichern auf den Sack. Dann reg dich doch nicht auf. Reg dich nicht auf. Reg dich nicht auf. Das wäre so, als würde die ganze Zeit ein Kind plärren. Und dann man soll man sich nicht aufregen. Ich würde dich jetzt gerne befreien von deinem Leiden, indem ich dir einfach in die Fresse box. Heilige Scheiße. Wehe, du rammst mich, du kleine Faggot. Wörter. Hat er! Ja, hörst du ihn? Nein, ich hab den Checkpoint verpasst. Aha, geschieht er weg. Was für ein Idiot. Ey, Leumaso, siehst du meinen Mittelfinger? Siehst du ihn? Dann werde ich dir gerne deinen kleinen Anus reinstecken. Warum nicht? Du behinderte Kleine! Ja, freu dich drauf. Ehrlich, Leumaso, such dir mal Hobbys. Oder noch besser, wird von dem Bus überfahren. Ich hatte noch nie einen Menschen, bei dem es mich angepisst hat, wenn ich ihn kichern gehört habe. Du bist der erste Mensch, bei dem es jetzt hier der Fall ist. Hoffentlich bist du glücklich. Ja. Er ist erster, er ist natürlich glücklich. Wie stolz er auch noch dazu ist. Ja. Wie stolz. Hör auf, ich habe gerade aufgehört zu kichern. Nein, hast du nicht. Du hast die ganze Zeit durchgekichert. Jetzt habe ich gerade eben geschaut. Divorce, was ist denn das für ein Lied? Ja, dieses Lied. Es passt irgendwie. Wenn ich deinen Hintern wegramm. Wenn du niemals sehen wirst, okay. Oh, glaub mir, ich werde ihn gleich ausprobieren. Alter Frontlichter übrigens. Schieb's es sonst wohin. Ich mich einfach weiter. Los, bitte schieb mich an, dann kann ich ihn rammen. Ja, guck einfach mal nach hinten. Candy Van, ich hab mir ursprünglich überlegt, ob ich das erste Level bei meiner Crew LOL Master nennen sollte. Und so langsam kämpfe ich immer mehr mit diesem Gedanken. Mach das einfach. Ich find's sogar gut. Du findest es also gut, dass Leute, die frisch in der Crew sind, als LOL Master bezeichnet werden? Ja. Naja, zeigt schon mal viel von Kompetenz, ha? Leck mich. Überhaupt, wie schafft diese kleine Anus-Anbeter so lange vorne zu bleiben? Ich weiß auch nicht. Wie gesagt, ich bin kein schlechter Fahrer. Doch. Sieht man ja. Wow, weißt du, da fährst du auf einer offenen Strecke und dann sagst du, ich bin ein guter Fahrer. Ja, wenn du in der Stadt fährst, fuckst du komplett ab. Vor allem, du kannst sowieso nicht gewinnen, ohne andere zu rammen, das ist mir aufgefallen. Gerade eben beim ersten Rennen, wo wir gefahren sind. Nicht da überholen, Billy. Oder doch, okay, genau. Ich wollte eigentlich. Ich schwör bei Gott, ich werde ihn zukünftig von meinem RP entfernen. Ich habe keinen Bock mehr auf sein Gekichere. Oh Gott, sag doch. Ich wollte eigentlich die Kurve so eng wie möglich nehmen und ihn noch rammen, aber. Das weißt du, was ich eigentlich machen wollte? Ich wollte mich opfern, dass er Letzter wird. Aber diese kleine Anuslutsche ist doch ein bisschen besser durch die Kurve gekommen, als ich angenommen habe. Schaust du, sieht das gut aus. Danke, Officer Tempen, wenn du hast gerade eben das gesagt, was ich eigentlich nachmachen wollte. Oh Mann, ey. Heilige Scheiße, ich muss aufhören mit diesem Kichern, das geht mir auf den Sack. Glaube ich dir nicht. Oh doch, dass du das. Ich glaube, wir sollten mal wieder schwierige Fahrzeuge nehmen. Ja, wenn ich verlieren kann. Ich werde jetzt einfach mal ignorieren, was du gesagt hast. Ein Teil konnte es, weil ich dich noch nicht mehr gehört habe. Das ist gut. Ich schwör bei Gott, dieses die ganze Zeit. Gott. Da war's wieder. Bei mir kommt gerade eben Maroon 5. Ich weiß nicht warum, aber ich liebe dieses Lied. Ich hab wieder nicht auf die Map geachtet. Fuck.
Hotknife kann ich nehmen, wenn ich will. Ich wette sogar ein bisschen Geld auf dich, Billy. Geh sterben! Und überhaupt habe ich mir schon selber $100. Kannst du dir sonst mal schieben? Kannst du damit eine goldene Dusche kaufen? Heißt, ich darf nicht gewinnen, sonst. Mein Charakter wackelt über zur Musik, das ist so komisch. Eins muss ich wirklich dir lassen, LOL Master. Du redest dich immer so raus, dass du immer deine. Für deine zukünftigen Versagen schon abgesichert bist. Überhaupt nicht schlecht, ich hab gar nicht gewusst, wie schnell der Runa ist. Runa. Ich hab die Auszeichnung Champion bekommen. Und Staub auf Wirbler. Hab ich schon längst. Und von hinten nach vorne. Fugitive, fucking Fugitive. Wieso machen wir eigentlich kein GTA-Rennen? Wegen dir, weil du hier schon Arschkrampf bist. Also wirklich. Ich weiß noch nicht mal, was eine Sekunde daran lustig ist. Tut mir leid. Condon ist jetzt online. Nein, nicht mal das ist lustig. Warum musste er das sagen? Keine Ahnung. Ist jetzt online. Das interessiert auch allen Zuschauern hier, dass er online ist. Oh ja. Ist. Ich werde jedes Mal feucht, wenn ich höre, wenn Condon online kommt. Oh, Unit. Ich weiß nicht, wie man da Luft steuert. Das war gerade unerwartet. Ach, was denn? Dass du mich in der Luft überholt hast. Scheiß nochmal. Ja, fahr noch in mich rein, LOLmaster. Du bist ein echt schlauer. Also, die ich sag's mal so, ich hab schon Erfahrung damit. Ich hab die Kurve scheiße genommen, fahr gegen eine Wand. Was macht er? Er fährt noch gegen mich. Ich hasse es. Scheiß nochmal, genau deswegen liebe ich Muscle Cars. Oh Mann. Ja, ich weiß, wie man die fährt. Und dann gegen so jemanden wie dich anzutreten, LOL Master, ist dann jedes Mal so eine Genugtuung. Naja, ich muss sagen, auf der Xbox damals bin ich fairer gefahren. Ja, du hast da weitaus weniger gerammt. Das muss ich dir geben. Damals warst du weitaus ein besserer Spieler. Immerhin erschieße ich nicht jeden einfach so. Nee, aber du sorgst dafür, dass andere erschossen werden. Und zwar du. Nee. Weißt du, ich hab in meinem ganz lieben Part was entnommen, und zwar, wo dieser kleine Spasmatiker mir mit einem Rumpo in die Seite reinfährt. Oh, und mich nicht. Und ich dann nicht mehr die Kontrolle hatte, bin dann gegen ein Haus gefahren und wurde dann von Ballastypen erschossen. Er ist gegen ein Auto gefahren. Und er hat sich so den Arsch abgelacht. Das hat mich so aggressiv gemacht. Leumas, ich bin ehrlich, du kannst froh sein, dass du nicht neben mir sitzt. Ich glaube, ich hatte dich schon mehrmals verprügelt. Er wollte mich gerade überholen oder rammen oder so und ist dabei gegen das Auto gefahren. Macht er öfters. Deswegen müssen wir auch öfters solche Maps hier nehmen, weil du damit nicht klarkommt. Deswegen finde ich es eigentlich so nett. Wenn ich nur wüsste, wie man diesen scheiß Fahrzeug in der Luft kontrolliert. Ja toll, ich spring direkt gegen den Baum, jetzt konnte er mich überholen. Und ich kann also Ladies, ich bin jetzt dann erstmal beschäftigt zu gewinnen. Und ich kann ihn kaum aufholen, weil mein hässliches Scheiß-Auto eingedrückte Räder hat. Und ich wie Scheiße fahre. Ja, in dem Fall hilft dann auch nur noch neues Bauen, aber ich kann auch verstehen, warum du es nicht machst. Ja, eben. Ich hab's eben schon im Ziel nicht gemacht, also in dem Rundenende, weil Rollmaster schon direkt hinter mir war, fast. Knappe 100 Meter entfernt. Bin ehrlich, bei der Xbox damals musste ich immer auf eine ganz bestimmte Person warten, weil es sonst geragequittet ist. Du bist ein Dukes gefahren, ist mir gar nicht. Ja! Toll, wie du noch da drauf gefahren bist, kurz vorm Ziel! Scheiße nur mal! Er hätte ruhig da stehen bleiben sollen. Ja, er bleibt auch stehen. Auf jeden Fall, wenn du neben ihm gewesen wärst, oder zumindest ganz nah hinter ihm, hättest du das sogar noch gewonnen. Weil du so richtig schön auf diesen, ich nenn's mal erhöhten Bordstein drauf gefahren. Und überhaupt, 3300, so lässt sich's doch leben. $1,300? Wieso passt das zu meinem Verhalten? Diese Reaktion? Schon irgendwie. Manchmal, aber auch nicht immer. Manchmal. Nein. Es gibt... Was, keine Fahrzeugrennen? Jo, das sieht doch nett aus. Tenpenny? Bitte gewöhn dir an, mitzuvoten. Vor allem die Sachen, die ich nehme, damit er nicht die ganze Zeit die Rennen bekommt, in denen er gut ist. Das ist mehr Blut, ne?
Oh wow, noch so ein. Ja, deswegen, sag ich ja. Super. Super Spottware. Wolltest du gerade sowas dort wagen sagen? Ja. Sag mal, warum krieg ich die ganze Zeit irgendwelche Radiosender rein? Das nervt langsam. Ich hab Los Angeles Rock Radio. Ja, ich nicht. Das muss ich jetzt mal raussuchen. Okko 4. Was ist das? Ach so, Sportwagen, okay. Ich hab unseren kleinen Titel. Nein, du hast Co4 gesagt, nicht. Okko 04. Hast du nicht gesagt. 04. Nein, hast du nicht. That's a porno. So ein Porno. Das kam jetzt aber von Lollmaster. Ja, weiß ich. Ich hab mich jetzt einfach nur hier, sag ich mal, angepasst. Okay. Mach mal nicht weiter. Ich hasse es, den Portwagen zu fahren. Tut so langsam echt leid. Na gut, der ist eigentlich noch ganz okay, der Centano. Oh mein Gott, wirklich, Lollmaster. Hm. Dieses Fahrzeug. Ich weiß nicht, ich. Wenn es einen Supersportwagen gibt, den ich überhaupt nicht mag. Der sieht so komisch aus, finde ich. Ich kenne die Real-Life-Version da vorne. Und die sieht sogar noch besser aus als das Teil. Die Real-Life-Version, ist das nicht ein Lamborghini irgendwas? Ich hab den Namen vergessen. Das ist Elemento, glaube ich. Ja, genau das war der Name. Aber der Innenraum von diesem Lamborghini ähnelt eines Rennwagens. Was ich ja lustig finde. Hab ich eigentlich schon gesagt, Lollmaster, dass du dich verpissen sollst? Das ist ihnen wohl klar, bei mir macht es trotzdem. Ich schwäg dir extra abgebremst, damit ich dich nicht ramme, also wirklich. Glaube ich doch nicht. Weil du würdest dann tatsächlich sogar mal rücksichtsvoll fahren. Und das wäre. Es würde einfach nicht zu dir passen. Wäre eine andere Dimension. Ich kann auch wieder rücksichtslos fahren, wenn du das mal möchtest. Wenn du unbedingt sterben möchtest, gerne. Meinst du nicht lieber gelöscht werden möchtest? Wir müssen mal ein Deathmatch machen. Wir bei dem Team Billy und dann gegen Lollmaster. Nein, wenn ich dich einfach lösche, Lollmaster, dann hat sich ja nichts daran geändert. Hingegen, wenn ich dich umbringe, habe ich den Genuss zu wissen, dass ich dich umgebracht habe. All we hear is Billy. Ich hör's gerade eben selber. Ich brauch nicht einen 13-Jährigen, der das vorsingt. Ich weiß auch, dass ihr damit. Es ist immer das Gleiche. Oh. Scheiße, nein, 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 nein. Ja. Nein. Ja, Lollmaster, wehe, du rammst mich. Wehe. Ich bring deine Mutter. Danke. Ich ramm, du Schwein. Ja, das war Payback für vorher. Ah, wenn wir wirklich nach Paybacks gehen, auf so 10 Pennies, sind wir ja die ganze Zeit beschäftigt, ihn zu rammen. Okay. Muss ich halt hier ganze Zeit machen. Und wisst ihr sogar was? Nach diesem Rennen werde ich mich wieder auf normale Missionen konzentrieren. Auf Gegner, die nicht die ganze Zeit kichern und mich abdrängen. Sondern die mich einfach nur erschießen und ihre Klappe halten. Na gut, sie schreien eigentlich rum. Asshole! Surfers kann ich ertragen, das finde ich sogar nur lustig, aber sein Gekichere. Hast Gott, du das gesehen? Da kann man mich so gar nicht. Ich hab den Checkpoint verpasst. Du bist doch doof. Genau beschrieben. All we hear is Radio Gaga. Lollmasters Gugu, die ist so gaga. 3300. Damit lass es sich doch leben. Aber es geht noch besser. Ja, das schon. Ja, das ist das Beste am Brennen, oder? Ja, mein Charakter zuzusehen, wie er über die ganze Situation denkt. So, ich bin dann mal wieder im freien Modus. Wir können auch hier von hier aus gleich eine Mission voten. Geht nicht. Doch. Nein. Doch. Nein. Wir hätten auf Refresh gehen können und dann wären da. Die Sache ist die, auf so 10 Penny. Ich weiß jetzt nicht, ob sie einfach das geändert haben, aber du wirst sehr oft finden, wenn du ein Rennen machst und danach dieses Jobmenü siehst, dass da gar kein normaler Job ist. Und zumindest eine normale Mission. Wenn du drauf geachtet hast oder die Patch Notes gelesen hast, in dem ersten Bildschirm. Ja, ich gehe einfach nach
dem, was ich sehe mit meinen Augen. Ich meine bloß, bei mir war das immer so, oder es ist eigentlich normalerweise auch so, dass in dem ersten Bildschirm selbe Jobtypen sind und dann in dem zweiten verschiedene. Also bin ich auch im Passivmodus. Ja, du bist ich weiß schon, was du vorhast. Du kannst mich jetzt schon mal kreuzweise. Nein, nein, ich wollte gucken, ob einer von euch mich nicht erschießen kann. Du bist im Passivmodus. Hast Glück. LOL! Ja, sonst hätte ich dich jetzt erschossen. Wusste ich's doch, deshalb hab ich's. Tenpenny! Danke. Danke. Hast du mich wirklich so sehr? Momentan schon. Mich kann Scheiße, jetzt hast du es mir gezeigt. Ja, jetzt hab ich dich wie so ein richtiger Aslak. So, was hat das jetzt mit dem Aslak zu tun? Jetzt hast du mich so richtig wie ein Aslak und weiter? Beleidigt. Danke, das wollte ich nur hören. Diese Aber nicht irgendwie erwartet, dass du sagst, zurechtgewiesen. Dieses Wort kennen Aslaks nicht. Ja, die Sache ist ja die. Dann hast du dich jetzt selber als Aslak bezeichnet. Willst du das jetzt sagen? Nein, kein Aslak. Uns verrecken nicht. Ja, sonst. Dann bist du das war's, egal. Ich hab gehört, du willst gebannt werden. Ja, solange ich jetzt noch da bin, kommt dann LP so oder so rein. Also, es ist ja egal. Oh, first person. Nice. Schön, sehr schön, sehr gut. Yay. Halt deine Vorfreude ein bisschen zurück. Ich weiß ja, warum du dich gerade eben so freust. Gott, diese ja, scheiß genau, Brille. Weil ich nicht genau sehe, ob Lollmaster hinter mir läuft. Hinter mir läuft. Mir läuft. Scheiße. Läuft. Sollen wir jetzt alle in einem Fahrzeug fahren oder? Nein, fahr in deinem eigenen. Bitte. Ach komm, steig rein, Bad Lollmaster. Wir sind doch alle Freunde. Wir hassen uns doch nicht gegenseitig. Doch, ihn schon. Einfach einsteigen, du weißt, wo die Tür ist. Mein Charakter anscheinend nicht. Obwohl, ich brauche ein anderes Lied. Gut, dass es keine japanische Musik in dem Spiel gibt. Das Spiel hat sich minimiert. Also, Ladies and Gentlemen, macht euch jetzt erstmal bereit für eine lange Fahrt. Das Spiel hört nicht auf, sich zu minimieren. Auf so 10 Penny, das kannst du mir jetzt nicht antun. Arschkrampf. Du kannst mich nicht alleine lassen. Obwohl, hab ich das gerade eben laut gesagt? Das tut mir weh. Lollmaster, guck nach hinten, guck. Lollmaster. Tenpenny, guck du mal dazu, war da? Wenn mein Spiel sich aufhören würde, sich zu ein Bilderbuch zu bewegen. Hey! Gleiche Idee. Upsi. Sag mal, warum habe ich die ganze Zeit die klassische Pistole dabei? Das geht mir gerade eben echt auf den Sack. Ich hab ein bisschen Text, Schatz. Gut so. Ich bin noch nie welche. And I'll be hating you. Du hast das nicht schon? Upsi. Scheiße nochmal. Ich bräuchte mehr Finger hier. Es bringt dir nichts. Nee, ich kann nicht nach rechts lenken, wenn ich auf E drücke. Hast du eine ordentliche Gaming-Tastatur oder hast du so eine alte wie ich? Eine Steinalte. Ja, dann liegt es vielleicht daran, weil ich kann auch nicht hupen und gleichzeitig lenken, aus irgendeinem Grund. Naja, ich kann auf hupen, aber nur nach links lenken. Ah, Gott, diese Cavalcade, den will ich mir eigentlich noch wirklich zulegen. Ein Schneeweiß. Ja, ist genau dasselbe. Ich kann nur nach links lenken, nicht nach also rechts. Also ich kann Gas geben, hupen und nach links lenken, aber nicht Gas geben, hupen und nach rechts lenken. Yep. Komisch. Obwohl, was kommt gerade eben bei Nonstop? Werbung! Nach Nonstop bitte weg. Oh Gott, fällt diesen Sender nicht aus. War nur einer meiner Lieblingssender. Also wirklich. Noch irgendwelche Fragen? Nein. Gut. Könntet ihr vielleicht mal aufhören, auf irgendwelche Passanten zu schießen? Er schießt. Ich verhalte mich wenigstens nicht wie ein Barbar. Barbar, genau. Oh Gott, only girl in the world. Wir können, ich glaube, ich kaufe einen Rhapsody. Ach, den Pacer. Ja, auf jeden Fall der. Aber die Glendale ist gar nicht so schlecht. Ich hab's nun auf meinen Erstcharakter. Habe ich schon jemals gesagt, dass ich den Vapid Guardian vergöttere?
Nein, ja. Jetzt schon. Oh! Ich falle runter, du! Ich bin tot. Wir werden dich nicht vermessen. Ups. Bist du tot? Ja, ich bin respawned. Es wurde gar nicht angezeigt, dass du gestorben bist. Deswegen möchte ich eigentlich auch nicht, dass irgendjemand auf die Ladefläche geht. Ja, ich hab nie erwartet, dass du so einen hässlichen scheiß Sprung nimmst. Sagen wir es mal so, als ich draufgefahren bin, hat er nicht so krass ausgesehen. Zumindest hat sich danach ausgesehen, als würde ich mich flippen. Warte mal, dreh dich um. Was hast du so toll? So, das ist Hölle. Oh Gott! Oh Gott, ich glaube, wenn ich jetzt wirklich in diesem Auto sitzen würde, wäre ich nicht mal am Leben. Ja, weil ich dich schon längst umgebracht hätte. Wollte ich auch gerade sagen. Und ich rede noch nicht mehr wegen meinem Fahrstil hier Offroad. Oder weißt du was? Leumarst du noch besser. Hätte dich wahrscheinlich, also ich hätte bei dir den Gottinfant, hätten richtig schön mit 180 gegen eine Wand gefahren und dann wärst du schön rausgeflogen. Du wärst doch selber gestorben. Scheiß drauf. Oh, meine Fresse, ich müsste echt wissen, wie man in der Luft den Wagen kontrolliert. Ich auch. Ich weiß es nicht. Hallo! Ich nicht aussteigen lassen können. Nein. Ich hasse dich. Iha! Die gehen mit Baseballschlägen auf mich los. Scheiße, ich brauch wirklich. Ja, ich gehe ohne Frames auf, wir gehen ohne mich auf, ich gehe ohne Frames auf sie los. Little Cocksuckers! Junge, was ist das momentan mit meinen Frames? Ich fahr. Los, komm, steig ein, alle. Ich bleib lieber mit meinem Fahrzeug hier. Okay. Ja, dann viel Spaß, Santani, lass dich mal alleine. Du gehst jetzt schön mit ihm mit. Nein. Nee, du kannst ja, Nee, ich sterb zu schnell bei diesem Wohnwagen, das ist das Problem oder Wohnmobil. Ich meine, du kannst ja mit dem Guardian fahren und dann, Dollmaster kann einen Drive-Way machen und mir die Gegner vom Arsch halten. Billy, ich komm schon hinterher. Weißt noch, Condens Glück in Dings, Arma, wovon wir erzählt haben? Yep. Das gleiche hat er hier bei den Überlebenskämpfen. Lustig irgendwie. The fuck? Hatte der Typ irgendwie eine Affenmaske auf oder war einfach sein Gesicht aufgebläht? Aber dafür bekommt er in MTA allerdings MG42 eine Million. Yep. Hollywood Hills. Eine klassische Pistole. Oh mein Gott. Ach, du bist drin im Fahrzeug, ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, ja. Das war mir sowas von klar. Aber wie das denn? Ich werde immer rausgeschossen. Deswegen fahre ich nicht so gerne bei diesen Missionen. Meine Mama. Was? 50.000! Passt doch. Yay, das Lustige ist ja, ich habe eigentlich diese Mission schon gespielt, also. Was zur Hölle? Me like. Ja, me like auch, sehr gut. Me like auch, sehr gut. Automatisches Fortsetzen. Yay. Ja, ja. Ja. Ich hab dich so verdammt sehr. Dieb gesucht. Und Leumaster, falls es jetzt heute im Rahmen des Möglichen ist, guck, dass du einfach ein Fahrzeug hinterherkommst. Deine Mutter hieß ja ein Rennen. Im Auswahlbildschirm siehst deine Mutter und wurde von Rockstar empfohlen. Was für ein Witz, jetzt hast du mich aber wirklich zurechtgewiesen. Hab den immer verstanden. Da stand ein Rennen namens deine Mutter. Wollte erst da draufklicken. Was ist? Wollte erst draufklicken. Irgendwie nett. Hier steht Bad Lollmaster Level 0 und mein Charakter ist daneben. Was zur Hölle? Bei mir steht Bad Lollmaster Level 12. Ja, bei mir jetzt halt eben nicht so ganz. Soll ich wieder mit einem Rumpo eine Kokette verfolgen? Von mir aus. Wolltest du mich auf First Person stellen? Ja, das wollte ich eigentlich. Aber es geht mir die ganze Zeit auf den Sack, dass ich es einstellen muss. Ich hab sowieso die First Person immer an. Ja, nur bei mir kann man wirklich rausfinden, ob ich mein Wort einhalte, im Gegensatz zu dir. Dude! Also stellst du auch auf First Person, oder wie? Ich hab's nur auf First Person. Na, eigentlich müssen wir noch das HUD in das Radar ausmachen, aber das ist eine Arschkraft, so zu fahren. Wenn die KIs nicht einen Aimbot verwenden würden, dann würde ich sogar zustimmen. Oh, Elena Miles, Black Velvet. Ich sehe gerade, der Guardian ist wirklich nicht so schlecht.
Glaub es oder glaub es nicht, aber dieses Biest hat eine Höchstgeschwindigkeit von 209. Wie auch immer. Schon probiert, ich bin mir schon fast sicher. Wirklich? Ich hab dich noch nicht mal gemerkt. So pum! Er hat sich gedreht. Ich hab nichts davon gemerkt! Ich hab noch nicht mal einen Einschlag gehört! Gott, liebe ich dieses Teil einfach nur. Scheiße, der abbiegen sollen. Und das wollte ich bestimmt nicht aufrufen. Das war so gut, er ist gegen uns gefahren, dann hat er sich zur Hälfte gedreht und dann ist er ja noch in so einen KI-Typen reingerutscht und hat sich dann nochmal zweimal gedreht. Bitte, Leumaster, kümmere dich einfach um diesen Jaguar-Fahrer im Hafengebiet. Ich nehme eh schon den Schwierigen. Ja, ja. Tovak, Dova, Billy. Ich muss auf die Autobahn. Oh, wow. Hätte gedacht, dass man mit einem Rapid Guardian nicht direkt gut eine Krokette verfolgen kann. Ich? Nein. Ah, fuck. Na, ich denke mal, dass er zumindest viel Geld bringt. Ich denke. Ah ja, tut sie. Das ist ein Stein. Hey, Billy, halt mal X gedrückt in dem Fahrzeug. X? Ah, ducken, ja. Also das. Guck mal, das sieht voll behindert aus. Ja, das sieht so aus, als würde man eher die KMH ablesen wollen. Und findet sie nirgendwo. Wie schnell fährt das Auto? Scheiße, Mann, ich glaube, wir müssen echt gleich einen Fahrzeugwechsel machen. Also ich komme dem Jaguar einigermaßen hinterher. Officer Tenpenny, bitte lass es einfach gut sein. Ich wollte den Fahrer da vorne schießen, aber das wird nichts. Ich kann nicht nicht tief genug zählen, weil der Guardian so groß ist. So hoch. Wow, spricht Gott! Also. Ich hasse es, wenn ich auf eine Autobahn fahre und die KI ist in Panik. Die Tigerpanzer, Tiger! Aber die Polizei, die macht den letzten Dreck. Ist gut so. Gott, verschwinde, Washington! War das nicht ein Stereo? Das war ein schwarzer Washington. Oh, hab ich den Fahrer erwischt. Na dann. Wow! Scheiße, das war wieder meine Internetverbindung ab. Ja, du bist rausgeflogen. Ui. Ich wurde überfahren von einer Frau, als ich aus dem Auto raus teleportiert bin. Der ist gut. Raus teleportiert? Ja, weil du das Spiel verlassen hast, wurde ich aus dem Auto geworfen. Heißt, also, ich darf jetzt auch diese Dreckskokette verfolgen mit Tenpenny. Ich könnte die holen, aber du hast den falschen genommen, du Trottel. Den Den wollten wir gerade holen, den hast du jetzt genommen. Jetzt muss ich wieder so machen. Ich sollte diesen Jaguar-Verschnitt holen. Ja, aber wir haben die ganze Zeit auf der Autobahn einen verfolgt und den hast du jetzt genommen. Das war ein anderer. Was zur Hölle ist die so? Ah, toll. Nee, ich bin sogar noch richtig. Nee, bin ich nicht. Sag mal, wo ist der? Ach, bist du jetzt in deiner eigenen Sitzung? Richtig. Und du kannst deine Mission noch weiterspielen. Richtig. Warum habe ich ja nicht 3 Sterne? Blackwood! Billy Jeans. Gott, verpisst euch einfach. Oh Gott! Auf dem Stern. Au. Ist das da wirklich ein Baum? Kann ich mich deswegen nicht aufstellen? Verdammt nochmal. Und Phoenix. Hey, kann ich das andere Auto am besten auch noch haben? Ich komme eh nicht hinterher. Kansas, carry on, worry. Was ist bald? Ja, wenn meine Friends nicht kommen. Gott! Diese KI! Ich hasse sie! Ich schwör bei Gott, ich leg diesen Typen um! Erst fährt er mir unters Fahrzeug, danach fährt er mir so rein, dass ich nicht geradeaus weiterfahren kann. Sei doch froh, dass du nicht einfach gerade eben einen FPS hast. Dazu sag ich jetzt noch nicht mal was. Blackwell! In der Slow-Saufern-Stil. Glaub ich. Gott, muss echt meine anderen Fahrzeuge für solche Missionen haben. Ach, das ist. Schnellere. Unter anderem. Oh Gott, diese Dreckspolizei, ne? Und immer in der Fresse von einem. Ja, da wieder. Bitch, wirklich? Endlich getroffen.
Bin ja mal gespannt, wann ich diese Kokette einsacken werde. Ich fand's irgendwie lustig, Billy, dass du früher nicht so oft ausgetickt bist. Meine Nerven werden halt eben über die Zeit immer schlechter. Durch Leumaster. Das ist einer der Teilgründe. Und was zur Hälfte. Also wirklich. Ja, du denkst, dass ich es einfach nur sage, weil es eine Beleidigung ist. Ich sag's, weil es ein Fakt ist. Wow, die Polizei ist noch nicht mal ansatzweise in der Nähe und ich verliere immer noch nicht diesen einzelnen Stern. Ja. Ich auch nicht. Oh Gott, wo ist denn diese Kokette hin? Danke, das sage ich wegen. Habe ich mir wegen die Kokette angewöhnt. Warum? Hab deine alten Videos geguckt. Ist doch der Name. Ich denke mal, es wird Kokette ausgesprochen. Oder Kokette. Kokette Squirrel. Ja, kein Kommentar. Ey. Sag mal, wie lange hält noch dieser Stern an? Oh, er ist sogar weggegangen. Bei mir sind es jetzt 2 geworden. Oh! Ich bin gerade am Gefängnis vorbeigefahren und wurde von einem Sniper getroffen. Ich lebe zwar noch, aber... Wirklich? Von einem Sniper? Ja. Ich muss nichts essen. Jo, also hier ein Fahrzeug zu finden, was schnell genug ist, bisschen schwierig. Dann ist es wohl der Fall, dass ich einen Karen Intruder fahren muss. Oh Gott. Das ist doch gar nicht so schlecht. Du verstehst nicht, Lolmaster. Das ist kein Japaner. Nein. Wo zur Hölle ist der Typ? Willst du mich ja nicht verarschen? Der ist hier in der Unterführung in der Nähe vom... Er ist hängen geblieben unter einer Unterführung. Ja, unserer fährt gerade Blankhand hier rum. Oh mein Gott, er ist tot. Das ist ja nicht Schwarz, Lolmaster. Ja, hätte nicht gedacht, dass ich vor euch fertig werde. Naja, wir müssen auch noch zurück zu... Interessant. Die Inventäre-Kokette... hat den gleichen Innenraum, oder zumindest das gleiche Tacho wie der Karen Intruder. Das hast du gestern auch schon gesagt. Habe ich nicht. Doch, du hast gesagt, das hat irgendwie Kokette, hat das gleiche Interieur wie noch irgendein Wagen. Hab ich nicht. Das war der Rumpo. Und Speedo. Und Pony. Ich will einen Pony einspeichern. Vor allem mit Sprunk. Wir müssen, wenn wir später mal die Heights machen, den Gangburrito freischalten und tunen. Ich glaube, seit seinem Leben Rumpo will er nicht mehr ganz. Doch, ich will einen. Sag mal, kriegst du ich was komm so nicht mit der Kokette hinterher, der haut so aufs Gas, ich komm einfach nicht hinterher. KI at its best. Oder tut mir leid, AI. KI. Ei. Oi. Mein Fahrzeug sieht aus, als hätte man die Motorhaube eine Schrottpresse getan. So. Wie der Gas gibt, das gibt's nicht. Ich komme in einem einfachen SUV nicht hinterher. Sag mal, was fährst du eigentlich? SUV. Da wunderst du dich. Ja, naja, auf so 10 Penny, ich werde nichts sagen, aber es ist ja nicht. Was zur Hölle, meine Kokette hat auf einmal gebrannt. Auf jeden Fall, ist doch nicht so, dass die Kokette irgendwas mit 330 wert. Ach ja, ich habe jetzt 15.370 bekommen und bin jetzt Level 13. Oh Gott, jetzt kommen wieder Witze mit meinem Alter. Nicht wirklich. Oh, er ist genauso ein hohes Level, wie er alt ist. Ach, ja, deswegen meinst du? Gott, ich bin gar nicht kurz mitgekommen. Oh, ich habe den Fahrer endlich erschossen.